Hallo, ich bin Christine Hesche vom Kombinat 01 in Jena und ich sitze heute hier mit dem Begründer der New Work Gruppe Thüringen, Christian Müller. Herzlich willkommen. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja, Christian, du bist lange Zeit Softwareentwickler gewesen und Führungskraft in der Branche. Wie kommst du zum Thema New Work? Das war genau zu der Zeit, als ich diesen Switch gemacht habe vom aus der Entwicklungsperspektive in die Führungsrolle. Also ich war Entwickler, später Teamleiter und zum Schluss Manager in einer Softwarefirma. Und in der Managerposition habe ich immer mehr mit People-Themen zu tun gehabt und habe gemerkt, dass Menschen zu begeistern und Menschen für neue Themen, ein Interesse zu wecken für neue Themen, das kann man nicht so per Knopfdruck machen, das kann man erst recht nicht per Anweisung machen, auch nicht per Delegation. Und habe mich also immer mehr nach Themen gesucht, die mir dabei helfen, diesen ganzen Kosmos Mitarbeiterführung anders zu sehen, anders zu denken. Und dann bin ich hier in Jena an der Universität 2014. Gibt es einen Studiengang, der heißt Interkulturelle Wirtschaftskommunikation von dem Professor Bolten. Und die haben mein Fach. Wunderbar, genau. Die haben eine Konferenz veranstaltet und da bin ich kurzfristig mit dazugekommen und da bin ich mit den ganzen Themen New Work und alles drumherum in Kontakt gekommen. Und da war das für mich wie, als wenn sich ein Buch aufgeschlossen hätte, was ich schon lange gesucht habe. Und das war eigentlich mein Zugang zu der ganzen Welt. New Work, neue Arbeitsorganisationen. Das war für mich wirklich der Einstieg dazu. Und in welchem Zusammenhang arbeitest du heute beim Thema New Work? Naja, mit New Work selbst arbeite ich nicht so viel, weil ich das mittlerweile ein bisschen desillusionierter sehe, weil New Work heute ist meiner Meinung nach in ganz vielen Unternehmen eher ein Marketingbegriff geworden. Also alles, was irgendwie anders ist als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wird als New Work bezeichnet. Ich beziehe mich sehr stark auf Friedhof Bergmann, das ist der Begründer des Begriffs New Work, der in den 80er Jahren diesen Begriff geprägt hat, der ja sagt, New Work ist, dass Menschen herausfinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Und damit kann ich mich identifizieren, weil inzwischen habe ich ein Unternehmen gegründet, ein Beratungsunternehmen, proagile.de, und begleite Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu hinterfragen, agiler zu werden, sich mehr auf das Thema Wertschöpfung, mehr auf das Thema Kooperation und Kollaboration ihrer Mitarbeitenden zu konzentrieren. Und da kommt es immer darauf an, auch den Menschen dabei zu helfen, dass sie herausfinden, was sie wirklich, wirklich wollen, weil es geht um das Thema Freiwilligkeit. Also ich brauche in der neuen Arbeitswelt nicht die Söldner, die das nur machen, weil sie das Geld brauchen. Ich brauche Menschen, die mit einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft sich den Herausforderungen stellen, die wir heute haben. Und die sind mannigfaltig geprägt. Das Thema Digitalisierung, Zunahme der Komplexität, immer schneller auf neue Ereignisse reagieren zu können. Das sind Herausforderungen, die wir mit dem alten, bekannten Paradigma, was wir jetzt die letzten letzten Jahrzehnte, vielleicht auch 100 Jahre schon, seit Taylor seine Prinzipien eingeführt hat, gelebt haben. Und jetzt sind wir an der Nahtstelle eines Paradigmenwechsels, wo ganz neue Herausforderungen warten auf uns. Und vor allen Dingen, das ist wichtig, der Mensch wird in dieser Zeit, das scheint das Paradoxe im Zeitalter von Digitalisierung zu sein, wird immer wichtiger. Im Mittelpunkt stehen. Genau. Ja, das ist auch unser Ansatz von New Work oder unser Verständnis davon. Was hat New Work in Deutschland mit der Start-up-Kultur zu tun? Du bist selber ein Start-up, wir sind ein Start-up. Erklär doch mal. Na, ich glaube, dass Menschen, die ein Start-up gegründet haben, die Frage nach dem, was sie wirklich, wirklich wollen, beantwortet haben. Ja? Also nicht umsonst, wenn wir mal nach Berlin gucken, in die Startup-Fabriken, würde ich fast sagen, da sitzen manchmal junge Menschen, die 60, 70, manchmal 80 und noch mehr Stunden pro Woche arbeiten für sehr, sehr wenig Geld. Aber die arbeiten an einem Sinn. Also die haben erkannt, dass das, was sie machen, dass dahinter was steckt und die wollen diesen Sinn zum Leben erwecken. Und das treibt die so dermaßen an, dass denen das Geld gar nicht primär so stark die Motivation bringt, sondern vor allen Dingen das, woran sie arbeiten, das, wo sie eine Vision haben, das, wo sie einen Sinn sehen, den sie zum Leben erwecken wollen. Und insofern ist für mich an der Stelle das Thema New Work, oder da schließt sich der Kreis zu New Work, weil ich habe ja gesagt, ich hänge ja sehr stark dem Bergmannschen Gedanken an, dass New Work einfach ist, Arbeit zu machen, die man wirklich, wirklich will. Und ich glaube, in Startups findet man viele Menschen, die das verstanden haben. Und du hast einen interessanten Punkt aufgegriffen. Bereit sein, lange Stunden zu arbeiten, weil man intrinsisch motiviert ist, kann ich das so richtig sagen. Und
wie können zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen da aufsetzen? Welchen Mehrwert können die aus diesem New Work-Konzept, Start-up-Kultur, wie können die da Mehrwert ziehen? Also wie gesagt, es geht ja nicht darum, die Menge der Arbeitsstunden zu maximieren. Also das Effizienzdenken ist für mich eher das alte Denken, sondern für mich geht es eher darum, die Effektivität von Arbeit zu betrachten. Mhm. Also arbeiten wir an den richtigen Dingen? Mhm. Und da können Mittelständler sich vor allen Dingen daran orientieren, Startups haben in der Regel irgendeine Idee, zumindest erfolgreiche Startups haben irgendeine Idee aufgegriffen, irgendein Problem erkannt und gelöst, was etablierte Unternehmen offensichtlich nicht gelöst haben, wo sie kein Angebot dafür haben. Mhm. Und das macht Startups in aller Regel ja erfolgreich. Mhm. Und daran können sich also auch Mittelständler orientieren, sich zu überlegen, welche Probleme, welche Kundenprobleme gibt es eigentlich noch draußen in der Welt, die es noch nicht, wo es noch keine Antwort dafür gibt oder wo es noch keine Lösung dafür gibt. Also hier eher das Thema Effektivität, also sich anzuschauen, wo können wir eigentlich noch Themen entdecken, wo können wir Angebote machen, die echte, wirkliche Probleme der Menschen lösen. Und gesellschaftliche auch vielleicht? Gesellschaftliche in jedem Bereich. Genau. Und das ist auch der Bereich, wo man in Zukunft meiner Meinung nach auch besonders erfolgreich sein kann, wo einfach auch größere Konzerne zum Beispiel per se keinen Vorteil mehr haben, keinen Wettbewerbsvorteil mehr haben, weil die besten Ideen werden sich durchsetzen. Und wie bringt man nun Mitarbeiter dazu, gern zur Arbeit zu gehen oder gute Arbeitsmöglichkeiten vorzufinden, weil wir ja auch mit unserem Ansatz Arbeitsräume, auch eine Unternehmenskultur als wertvoll erachten, gerade sowas vorzubringen, Motivation, Innovationen rauszubringen, das kommt ja von dem einzelnen Menschen, der die Transformation ja im Prinzip umsetzt. Mhm. Ja, also wie schaffen diese Unternehmen, KMUs, das für ihre Mitarbeiter herzustellen? Ja, dazu vor allen noch Dingen erstmal, sagen? Indem man sie lässt. Ja. Also, dass man die Mitarbeiter nicht mit irgendwelchen Regelwerken überzieht, die im Grunde genommen in der Regel erstmal Beteiligung und intrinsische Motivation zerstören. Mhm. Das ist ja die Realität, dass der Mensch will von sich aus arbeiten, der will gestalten und trifft in der Arbeitswelt ganz oft auf ein System der Überregulation, das eigentlich davon bestimmt ist, den Menschen immer zu sagen, was sie alles nicht dürfen. Menschen wollen grundsätzlich kreativ sein, sie wollen grundsätzlich gestalten, sie wollen Dinge erschaffen. Und die Frage ist also, wenn ich das als Unternehmen das Gefühl habe, meine Mitarbeitenden sind nicht kreativ genug oder nicht gestaltungsfreudig genug oder was auch immer, dann sollte ich mich zuallererst mal fragen, erstens, ist meine Beobachtung richtig? Und zweitens, wenn ich mir das mit Ja beantworte, sollte ich mir überlegen, was habe ich eigentlich gemacht oder was habe ich als Unternehmen für Prozesse etabliert, die diese intrinsischen Gestaltungswillen eigentlich verhindern. Mhm. Und ich glaube, daran sollte man zuallererst arbeiten, dass man die Barrieren, die das verhindern, dass Menschen kreativ sind, dass Menschen sich einbringen, dass Menschen von sich aus mitwirken, dass die erstmal erkannt und abgeschafft werden. Und dann auch ein Thema Vertrauen. Natürlich auch das Vertrauen da ist, dass Menschen wissen und spüren, sie können sich und sie sollen und dürfen sich hier auch einbringen in den Prozess. Mhm. Du sprichst das Mindset an, was im Prinzip ausschlaggebend ist, um diese Prozesse, um diese Strukturen zu bereiten. Ja? Ich tue mich ein bisschen schwer bei dem Begriff Mindset, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich sehe es eher so aus einer systemtheoretischen Brille. Menschen verhalten sich immer so, wie die Logik eines Systems es erwartet. Und wenn ich ein System habe, was von Menschen einen 8-Stunden-Tag erwartet, dann heißt das aber nicht, dass die Menschen 8 Stunden lang an dem Tag volle Arbeitseinsatz zeigen. Wenn ich aber ein System habe, was von Menschen vielleicht erwartet, dass sie sich kreativ auf Problemlösungen einlassen, dann brauche ich vielleicht keinen 8-Stunden-Tag dafür. Also kann ich mal hinterfragen, ist das System oder die Regeln, die ich geschaffen habe, dienen die eigentlich meinem eigentlich wirklichen Vorwärtskommen? Mhm. Also Mindset ist natürlich auch immer so ein Thema, aber ich meine eher so Kultur, und Kultur speist sich letztlich, das ist eine reaktive Folge von Normen, von Prozessen, von Strukturen und natürlich auch von kollektiver Erinnerung, also von dem, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Und davon spreche ich primär. Okay, das ist ein interessanter Punkt. Das nehme ich mal so mit für meine eigenen Gedanken dazu. Ein Satz zum Abschluss, Christian.
Also wenn wir über das Thema New Work reden, lasst uns weniger über Buzzwords reden, lasst uns über reale Dinge reden. Ja. Das heißt, bringt die Menschen in den Mittelpunkt, hört auf eure Kunden, hört euren Kunden zu, hört euren Mitarbeitenden zu und schafft Räume. Mhm. Da seid ihr zum Glück auch dabei. Schafft Räume, in denen wirklich Zusammenarbeit und Austausch auf Augenhöhe möglich ist. Mhm. Und hinterfragt eure bestehenden Räume und nutzt das Angebot auch von sowas wie ein Kombinat 01, wo eine komplett offene Art der Zusammenarbeit interdisziplinär übergreifend möglich ist. Mhm. Vielen Dank Gerne. Für dieses Gespräch. Danke. Bis bald. Bis bald. Wenn ihr auch Erfahrungen habt im Bereich New Work, dann kommentiert gerne unten, gebt uns ein Abo und ihr werdet weitere Videos sehen.